Auch Marrakesch hat seinen Jack the Ripper, nämlich Mohammed, der Halsabschneider. Ganz Marokko ist von dem Fall um die Jahrhundertwende erschüttert. Das Land wird von Sultan Abdelaziz regiert. Der gibt Geld gern mit vollen Händen aus. Denn wie heißt es so schön? Lieber Geld in der Tasche als im Herzen. Und während der Sultan sein Land in eine tiefe Krise stürzt, wird unser Aufschlitzer zum Serienkiller. Denn nur um ihrer Münzen willen tötet Hajj Mohammed Mesfevi seine Opfer. Erst eins, dann zwei, dann drei. In Marrakesch verschwinden Dutzende Mädchen auf mysteriöse Weise. Die Polizei und die besorgten Familien forschen nach. Schließlich fassen sie eine alte Frau, die offensichtlich seine Komplizin ist. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters wird sie gefoltert und drückt schnell mit der Sprache heraus. Sie kennt den Mörder namens Hajj Mohammed Mesfevi. Er sei ein Schuster und Schreiber. Die Alte schickt ihm junge Frauen zum Diktieren von Briefen. Erst macht er sie betrunken, dann durchtrennt er ihre Kehle, raubt sie aus und vergräbt sie im Garten oder versenkt sie im Brunnen. Die Polizei findet 36 Leichen bei ihm. Die Justiz grübelt über eine gerechte Bestrafung. Ein alter Brauch verlangt seine Kreuzigung, doch die Bevölkerung fordert eine härtere Strafe. Bis zum Urteil wird er täglich öffentlich mit Akazienzweigen ausgepeitscht. Sein Rücken wird mit Essig und Öl behandelt, damit das Ganze am Tag darauf erneut beginnen kann. Nach 2 Monaten wird Hajj Mohammed Mesfevi zum Tod durch lebendiges Einmauern verurteilt. In einem Loch, das kaum größer ist als er selbst. Die Hinrichtung findet am 11. Juni 1906 statt. Zeitzeugen berichten, dass er erst nach mehreren Tagen im Loch den Tod findet.